Willkommen zur Folge 6. Ich habe letzte Folge verkackt. Ich bin zweimal gestorben, aber ich habe es wieder gut gemacht, indem ich die richtige Tür ausgewählt habe, damit wir wieder aufwachen und das Spiel nicht endet. Und jetzt begeben wir uns nochmal nach unten. Und ja, ich hab gemerkt, der Dungeon ist wirklich mieser. Der ist mieser geworden. Der fängt schon ganz früh an mit ganz bösen Sachen und wir müssen einfach mehr aufpassen. Ich darf mich nicht in solche Situationen bringen. Ich darf nicht zu viele Räume öffnen, in die ich vielleicht gar nicht unbedingt gehen muss. Ja. Ich hatte eine Kerze, die habe ich vergessen anzumachen. Verdammt, das fällt mir jetzt erst auf. Ach, das heißt, ich hätte das abwenden können, hätte ich einfach diese Kerze angemacht. Man findet die Dinger so selten, dass ich da gar nicht mehr dran gedacht habe, dass ich die habe. Okay. Was ist denn das? Ich werde hier gleich mit so einer Treppe nach unten empfangen. Boy. Okay. Ah, muss ich da runter oder gibt es hier einen anderen? Ja, da war ein Eingang hier auf der Seite irgendwo. Hinterm Fahrstuhl die Wand? Ach, Tatsache. Oder da runter. Ich würde sagen, runter ist der erste Weg, den wir gehen können. Alter. Oh Mann, ey, ich hoffe, ich bringe uns damit jetzt nicht um. Okay, man kann es auch nicht öffnen oder so. Dann würde ich sagen, lassen wir diese Leichen im Keller. Scheiße, Mann. Wenn ich denke, fällt er jetzt 100 pro um, weil ich unten war. Ich meide den jetzt. Ey, das ist so mies, was hier abgeht, ne? Also für heute Abend schaffe ich nur noch diese Folge und dann bin ich nervlich erstmal durch. Ach so, die war ja hinterm Fahrstuhl, die Tür. Ich wollte vorhin diese Zeitung lesen. Och nö, nicht schon wieder. Bewegte sich. Ja, okay. Der bewegt sich immer, wenn ich weggucke. Das heißt, das war jetzt ein Test. Das war Absicht. Ich habe mich extra gedreht, um das zu sehen. Wir bleiben kurz stehen, um zu genesen. Die braucht ja einen Moment. Ihr seht ja, das Rot ist immer das Blut. Das heißt, sobald ich weggucke, bewegt er sich. Wie soll ich den jetzt feststellen? Warte mal. Karte zählt nicht, ne? Okay. Rechts von uns ist ein Eingang. Dann gehe ich mal einfach nach rechts. Ist das schön, irgendwo hinzugehen, ohne zu sehen, wohin man geht? Und jetzt sprinte ich. Okay, er ist nicht näher gekommen. So. Bei diesen Dingern muss ich jetzt aufpassen. Vorne habe ich uns an den Dingern gekillt. Ich lasse mir jetzt hier schön Zeit. Und dann im richtigen Moment durch. So. Scheiße, ey, das Skelett. Das sind hier ganz, ganz miese Mechaniken. Der Herzschlag. Wisst ihr, was mich beruhigt? Die Tatsache, dass ihr hinterher auch leiden müsst, wenn ihr das seht. Das macht es ein bisschen erträglicher. So. Ey, wenn hier irgendwas kommt und ich wieder durch diese Dinger muss, ne, das. Scheiße. Ich brauche eine verdammte Kerze. Ich sollte eigentlich, bevor ich eine Kerze habe. Habt ihr das gehört? Die Stimme sagte, Tod ist erst der Anfang. Ich drehe mich einfach nicht um, weil die Stimme von hinter uns kam. Was geht hier ab? Was ist das? Da ist wieder. Ja, sie ist das. Ich hab sie gehört. Ich erkenne sie schon an der scheiß Stimme. Ist hier ein Raum? Ist hier ein Raum? Ist hier ein Raum? Nein. Einfach weiter. Ist hier eine Kerze? Nein. Was? Hier geht's doch weiter. Hier soll's doch weitergehen. Nee, tut's nicht. Ist okay, bleib da einfach hängen.
Komm jetzt bloß nicht nach, wenn ich durch die Dinger muss, ey. Ehrlich. Ey, das ist so mies, wenn jetzt... Ich hasse diese Abteile mit den Dingern. Wenn hier jetzt irgendwas kommt, dann kann ich gar nicht weg. Wisst ihr, wie mich das vorhin schockt hat mit dieser langhaarigen Frau? Das ist die schlimmste, die im Spiel kommen konnte. Und genau die kam dann. Es kommt wieder dieses Stampfen näher. Vor dem hat man zum Glück nichts zu befürchten. Wir haben den Schlüssel. Jetzt müssen wir noch den Fahrstuhl finden und den Strom anschalten. Ich hätte ja gesagt, das ist ja easy. In den letzten Folgen war das immer ganz angenehm, das zu schaffen. Aber die Dungeon ist jetzt richtig eklig geworden. Ich fühl mich wirklich total beklemmt und widerlich. Es ist einfach ein total grausames Gefühl, hier zu sein. Jo, mach keinen Scheiß. Oh nein, da ist sie wieder. Nein, Bitch. Nein, 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 nein. Diesmal laufen wir. Wir haben keine verdammte Kerze und ich drehe mich nicht um und ich weiß nicht, ob sie hinter uns ist. Scheiße, sie ist weg. Nein, ich höre sie. Scheiße, sie ist hinter uns! Sie ist hinter uns! Ich kann nicht laufen! Ich kann nicht sprinten! Ich kann nicht sprinten! Nein! Bitte nicht! Scheiße, ich kann sprinten! Ich kann wieder sprinten! Ich hoffe, sie kann da nicht durch! Oh mein Gott, ist das ein Albtraum! Das ist der verfickte Albtraum! Und die Musik wird schlimmer! Und das Skelett ist da! Oh, die Tür! Oh mein Gott! Lass mich doch mal durchatmen! Kerze, greif sie! Zünde sie an! Oh, Scheiße! Sie kann durch die Kerze durch! Was ist hier los? Was ist das für ein verficktes Spiel? Sie ist zu, sie ist eingesperrt. Oh mein Gott, ist das ein Albtraum? Ist das ein verdammter Albtraum, Leute? Und ich kann wieder nicht laufen. Ich kann nicht laufen. Müssen wir zum Fahrstuhl, während sie uns folgt? Ich dreh durch. Ehrlich. Und die Musik, Alter, die Musik. Sie ist da! Sie ist da! Oh mein Gott! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Und ich kann nicht sprinten! Ich kann sprinten! Aber ich habe die Orientierung verloren. Und ich weiß nicht mehr, wo der verdammte Fahrstuhl war. Und das kommt mir überhaupt nicht gelegen. Geh auf! Wo war der verdammte Fahrstuhl? Nein! Nein, ich bin doch genau richtig durchgegangen. Verdammte Scheiße. Oh mein Gott, ist das hart. Das ist so hart. Das ist so verdammt hart. Diesmal nehme ich die linke Tür. Oh Mann, Alter. Bitte, hör den Wecker, bitte. Nein. Nein, wir sind durch. Wir haben verloren. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Verdammt, 6-mal gestorben. Was, 6-mal? Ich bin doch nur 3-mal darunter gesprungen, maximal. Der schnellste Tod war nach 3 Minuten. 2 habe ich übersprungen. Oh Mann, ey. Das war am Ende einfach nicht machbar. Dieses ganze Vieh ist uns gefolgt und ich konnte einfach nicht durch. Okay, ich bin zu schnell durch die Tür, ich hätte kurz warten müssen, aber die Panik reitet einen, wenn das Ding einem hinterherläuft und dein Sprint ständig rausgeht. Ja, ich habe 8 Kerzen gefunden. Einen habe ich gar nicht benutzt, daran erinnere ich mich. 6 Minuten, 19 Sekunden. 8-mal außer Atem, 17-mal gesprungen. Der absolute Wahnsinn. 137 Mal die Karte aufgerufen. Tja, jetzt sind wir hier wieder im Menü. Ja, also, ich
mach für heute Schluss. Ich guck mal, ob ich einen zweiten Durchlauf starte. Ihr müsst ja bedenken, auf der Shopseite stand, es ist alles immer zufällig generiert. Es wäre ja theoretisch denkbar, dass wir vielleicht die Geschichte in einer anderen Reihenfolge bewältigen als jetzt, was aber vielleicht nicht Sinn machen würde, wenn das storymäßig so durch und durch geht. Wenn nicht, dann werde ich versuchen, mich da nochmal einfach hinzuspielen, wo wir waren. Ich überlege dann, ob ich das nochmal durch und durch als Let's Play mache oder ob ich direkt wieder so gesehen bei dem Progress ansetze, wo wir waren. Ich muss gucken, ob ich echt nochmal in der Lage bin, mental mich da jetzt hinterzuklemmen, weil das war wirklich, das war absoluter Horror. Also ich hab das nicht erwartet, als ich das Spiel gekauft habe. Ich habe erwartet, dass ich mehr schockiert sein werde als sonst, mich mehr gruseln würde als sonst. Aber dieses Spiel setzt einem eine dermaßen kann man das sagen, die setzt einem dermaßen eine Paranoia in den Nacken, die gibt dir so sehr das Gefühl, dass du gejagt wirst und dass du hilflos bist. Und das ist meiner Meinung nach neben diesem psychischen Terror, der immer wieder kommt, aber nicht passiert, bis es dann irgendwann so richtig schlimm passiert, ist es meiner Meinung nach so einer der schlimmsten Aspekte, die du haben kannst. Also es gibt für mich kaum eine grausamere Sache, als in Räumen oder Gängen gefangen zu sein, wo ich nicht sehen kann, wohin ich laufe, wo ich nicht weiß, wo ich durch kann und wo nicht. Also manchmal bleibt eine Tür einfach stehen oder es kommen Stacheln raus oder sie knallt wieder zu oder ein Skelett ist dahinter. Und wenn dir dann noch so ein Vieh hinterherjagt und dein Atem zwischendurch ausgeht und du hast jetzt einen Schlüssel und du hast den Schalter umgelegt und du musst jetzt den Fahrstuhl finden, ohne dass du Zeit hast, um die Karte aufzumachen und Türen, die auf und zugehen und dieses Vieh jagt dich. Das ist die brachialste Konstruktion überhaupt. Also mein Kompliment an die Entwickler. Die haben zwar bei Silent Hill so ein paar Elemente angeguckt, sich inspirieren lassen, sage ich mal, aber das ist vollkommen in Ordnung. Und das Produkt, was hier rausgekommen ist, das ist richtiger Horror. Also dagegen sind für mich andere Horrorspiele, die ich gespielt habe, von Amnesia, was ich sowieso nicht so schlimm fand, über Dead Space 1, was ich sehr wohl schlimm fand, und Silent Hills, was natürlich auch sehr gruselig ist, sind dagegen noch eine Nummer, ja, erträglicher. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gucke auch erstmal vielleicht einfach, wie die Reputation ist bei diesen 6 Folgen und dann entscheide ich danach, sollte mich das vorher nicht sogar von alleine dahin treiben, ob ich nochmal einen neuen Anlauf starte. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr es ja auch einfach gern in die Kommentare schreiben oder mir einfach so mitteilen, falls wir uns kennen. Es schauen ja auch Leute, die Let's Plays, die mich kennen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr bis hier durchgehalten habt, bis Folge 6, dann freue ich mich sehr besonders, weil ich habe ja halt noch keine wirklichen Let's Plays gemacht und je nachdem, welchen Channel ich jetzt benutze, auch nicht wirklich viele Abonnenten. Und ja, bleibt dran und dann versorge ich euch auch gerne mit weiteren Videos.